Herr Klump, welche neuesten Erkenntnisse haben Sie denn jetzt im Fall der getöteten 51-Jährigen? Die bisherigen Ermittlungen der Sonderkommission haben dazu geführt, dass zwischenzeitlich eine 37-jährige deutsche Staatsangehörige als mutmaßliche Tatverdächtige ermittelt werden konnte. Diese wurde bereits am Dienstag festgenommen und auch beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheims vorgeführt. Der Haftbefehl, den zuvor die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragt hatte, wurde zwischenzeitlich erlassen. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Können Sie denn schon etwas dazu sagen, in welcher Beziehung die mutmaßliche Täterin und das Opfer zueinander standen? Also in welcher Beziehung die beiden Frauen zueinander standen, ist Gegenstand der derzeitigen weiteren Ermittlungen der Sonderkommission. Da kann ich jetzt noch keine weiteren Informationen dazu geben. Inwiefern, also zum Tathergang, kann ich leider auch noch keine Angaben machen. Das ist auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weiß man denn schon etwas zur Todesursache? Wurden beispielsweise Stichwunden gefunden? Über die Todesursache kann ich derzeit noch keine Angaben machen. Es wurde eine Obduktion veranlasst. Diese Obduktion wurde auch tatsächlich schon durchgeführt, aber das endgültige Ergebnis dieser Obduktion steht nach wie vor aus. Die Polizei spricht jetzt derzeit von einem Kapitalverbrechen. Warum das denn? Also wir reden im Moment von einem Kapitalverbrechen, weil die ersten Ermittlungen der Sonderkommission deutliche Anzeichen dafür ergeben haben. Wie geht es denn jetzt weiter? Haben Sie denn noch weitere Anhaltspunkte, denen Sie nachgehen werden? Ja, die weiteren Ermittlungen der Sonderkommission dauern natürlich an. Es sind zwischenzeitlich rund 30 Zeugenhinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Diese Zeugenhinweise werden jetzt von den Ermittlern der Sonderkommission nach und nach abgearbeitet, nach und nach überprüft. Und dann werden weitere Vorgehensweisen abgesprochen. In diesem Zusammenhang bitten wir nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, dort im Bereich des Auffinderorts der Leiche, bittet die Polizei darum, dass sich diese melden unter der Rufnummer 0621 174 4444. Die weiteren Ermittlungen müssen wir dann abwarten. Herr Klomm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.